Manchmal kommen im Fernsehen recht vernünftige Sendungen. Aber das wahre Leben schreibt doch die besten Geschichten. Da war zum Beispiel mal ein Herr, welcher sich stark verändert hatte. Der Mann stand ganz normal an einer Bushaltestelle inmitten einer Gruppe wartender Berufstätiger, als ihm plötzlich ein weiches, synthetisches Fell zu wachsen begann. Er verwandelte sich urplötzlich in einen Plüschbären, auf dessen Rücken ein großes Schild befestigt war, auf dem zu lesen stand: Getränke nur dem Lieb gefällt. Drum Augen auf und Hand aufs Geld. Nur einer der Wartenden, ein grober Kerl mit einem schwarzen Schnurrbart, begann wüste Beschimpfungen murmelnd mit einem Feuerzeug das Fell des Plüschbären zu versengen. Als die Umstehenden dies registrierten, stürzten sie sich auf den schnauzbärtigen und vermöbelten ihn nach Strich und Faden. Er bremste scharf, sprang aus der Fahrerkabine, zog einen riesigen Dragonersäbel und zerschnitt den Omnibus in kleine Scheiben. So ergeht es allen, die an Haltestellen randalieren. Auch der Mann, der ein Plüschbär geworden war, suchte sein Heil in der Flucht. Kommen Sie doch auf zu mir in meine Wohnung, wollte ich dem Bärenmann schon vom Fenster aus zurufen. That was number 258.